Ihr Lieben, fragt ihr euch manchmal, wie euer Alltag mit einer Magenverkleinerung oder auf eurer Abnehmreise aussehen könnte? Vielleicht ein bisschen so wie diese Schnipsel meines Lebens. Ihr seht jetzt einen Vlog mit kleinen Elementen von Food Diaries. Ich hätte vielleicht vom Laufen gehen nicht essen sollen, denn ich bin jetzt so satt und will gerade alles, aber nicht losspringen. Deswegen habe ich auch erstmal ein bisschen Pause gemacht. Schaut euch dieses unglaubliche Glitzern auf dem Wasser an. Da hüpft und lacht mein Herz vor Freude. Ich liebe es. Ich konnte mich doch noch überwinden. Die letzten Sonnenstrahlen aufzusaugen. Aber mit dem Laufen, ich laufe immer mal wieder zwischendrin kleine Intervalle. Aber ich merke schon, dass ich ein paar Wochen nicht so regelmäßig trainiert habe in meiner Kondition. Leute, ich habe gerade das erste Mal seit ich weiß nicht in wie vielen Jahren eine Hose, eine Jeans in 46 angezogen. Und ich habe gedacht, die kriegst du sowieso nicht zu, aber sie passt. Ich hatte mir diese Hose, ich habe die in 50 und in 48 und ich habe damals gedacht, komm, ich bestelle sie mal in 46 mit, damit ich was habe, wo ich reinwachsen kann. Motivation. Und ich habe gerade gedacht, ach komm, ich probiere es mal. Und ja, es ist knapp, aber ich kriege sie sehr gut zu. Und ich freue mich mega darüber. Meine Mama hatte einen großen, runden Geburtstag und es gab richtig leckere Torte. Ich schaffe es leider mit meinem Magen nicht mehr, von allem ein Stück zu essen. Aber ein großes Stück Schokotorte war auf jeden Fall drin. Happy Birthday nochmal nachträglich, liebe Mama. Am nächsten Morgen gab es mein übliches Office-Frühstück. Toast mit Avocado und Käse. Ein Kefir gemixt mit Erdbeeren. Und am Nachmittag nach der Arbeit Restkuchen vom Geburtstag der Mama, der war so lecker. Und dann war ich so voll, dass ich erstmal den Hosenknopf aufmachen musste. Hab mich völlig überfressen. Ja, gestern Abend gab es ja noch ein fettes Stück Lasagne, ein Glas Rotwein und ein paar Knabberäulen als Snack. Ja, ich habe keine Videos gemacht. Toller YouTuber, der keine Videos mitdreht, ne? Hier. 100 Gramm Packung Knabbereulen. Ja. Zu viel gestern. Es war zu viel. So kann man es in einem Satz zusammenfassen. Und heute beginnt der Tag. Eigentlich wie immer beginnt mein Tag recht ausgewogen und gesund. Muss ich echt sagen. Morgens habe ich überhaupt kein Problem. Mit einem Kürbiskernvollkornbrot. Da habe ich mir hier gerade eine halbe Avocado drauf, die leider noch nicht so richtig weich ist, macht nichts. Und auf die andere Scheibe Brot kommt jetzt hier Tilsiter, den esse ich sehr gerne. Und wie gesagt, 10 Gramm Eiweiß pro Scheibe. Und das nehme ich mit ins Büro. Guten Morgen, ich sitze hier in meinem Bett, Samstagmorgen, oder naja, Vormittag. Ich schlafe ja gerne lang, bis 10.50 Uhr und jetzt schlürfe ich erstmal einen Kaffee, bevor ich gleich duschen gehe und mich anziehe. Ja, ich war auf der Waage,
Ich habe die letzten Tage nicht so gut gegessen. Gleich wieder Schwankungen da, ein Kilo mehr. Ja, man muss halt diszipliniert sein, dann klappt es auch besser. Naja, ihr seid nicht alleine. Manchmal hat man halt einfach den Blues. Ich bin schon immer froh, wenn ich dann nicht wieder so unkontrolliert zunehme und mich immer wieder einfange.